Von Berlin nach Tallinn bin ich 2003 mit der Bahn gefahren. Ich brauchte 60 Stunden, musste 9-mal umsteigen. Der Zug hielt an 60 Bahnhöfen. Die Grenze zwischen Estland und Lettland konnte ich nur zu Fuß überwinden. Und insgesamt brauchte der Zug 60 Stunden für 1700 Kilometer. Das ist nicht mal Tempo 30. Nun sind die Grünen für Tempo 30, aber nicht im Eisenbahnfernverkehr. Und dann habe ich angeschaut, wie war es denn eigentlich mit der Dampflokomotive in den 1920er, 30er Jahren. Die brauchte 27 Stunden. Die war also mehr als doppelt so schnell wie die heutigen Züge. Wir haben für jeden Kilometer Schiene, für jede Lokomotive zwingend vorgeschrieben in Europa eine Schienenmaut. Die ist in der Höhe nahezu unbegrenzt und die Länder müssen das machen. Wenn wir das mit der Straßenmaut vergleichen, die ist erstens freiwillig, die Länder können entscheiden, ob sie es wollen. Sie gilt nur auf Autobahnen, nur für Lkw ab 12 Tonnen. In der Slowakei haben wir die höchsten Mauten auf der Schiene und keine Maut auf der Straße. Das ist ein Rahmenprogramm zur Verlagerung des Verkehrs von der Schiene auf die Straße. Aber in Sonntagsreden wird immer gesagt, von der Straße auf die Schiene soll verlagert werden. Deshalb brauchen wir zumindest faire Rahmenbedingungen. Die sind im Moment total unfair und belasten die Bahn. Also ich bin von Rom nach Berlin für 25,99 Euro geflogen. Ich habe für den Bus von der Innenstadt von Rom bis zum Flughafen 8 Euro bezahlt. Hätte ich das Taxi genommen, hätte ich 40 Euro bezahlt. Das ist natürlich nicht der wahre Preis. Den wahren Preis zahlen alle europäischen Steuerzahler und zahlt die Umwelt. Deshalb wollen wir Kostenwahrheit auch im Flugverkehr. Der Flugverkehr ist von der Kerosinsteuer befreit. Das sind 14 Milliarden Euro jedes Jahr. Der Flugverkehr ist vom Emissionshandel befreit. Die Bahn muss Strom kaufen, ist im Emissionshandel involviert. Und im Flugverkehr, im internationalen Verkehr, muss ich keine Mehrwertsteuer auf das Ticket bezahlen. Bei der Bahn muss ich das tun. Das heißt, das ist politisch gewollt. Und wer das Klima bekämpfen will und geht nicht daran, der ist unglaubwürdig und spielt mit falschen Karten. Die deutschen Autobauer haben Stärken, aber die sollen sie nicht ausbauen. Denn die hatten die Philosophie, schwerer, schneller, mehr Spritverbrauch. Und mit dieser Philosophie wird man die Zukunft nicht bestreiten können. Da müssen wir uns umschauen. Toyota sind besser als die deutschen Automobilfirmen. Wir brauchen Autos, die spritsparend sind, die leise sind, die leichter sind. Und natürlich, die nicht so schnell sind. Deshalb bräuchten wir eigentlich in Deutschland unbedingt ein Tempolimit. Weil das fehlende Tempolimit auch ein Anreiz ist für die Autoindustrie, schnelle Autos zu bauen. Selbst wir Grüne sind der Meinung, dass wir in Zukunft Autos brauchen. Natürlich für einige Privatleute. Wir brauchen Autos für die Taxen. Wir brauchen Busse. Wir brauchen Nutzfahrzeuge. So, die müssen aber so umweltverträglich wie möglich sein. Deshalb können wir die Automobilindustrie nur dann retten, wenn wir auch die richtigen Anreize geben, anders zu produzieren, andere Autos zu produzieren. Das Auto der Zukunft ist natürlich das Elektroauto. Das brauchen wir und diese Anreize muss es geben. Wir können die Finanzkrise nur bewältigen, wenn wir gleichzeitig die Umweltkrise, die Energiekrise mitbewältigen können. Das ist ja die Chance. Alle drei Krisen können wir nur gemeinsam lösen. Setzen wir auf die eine oder andere, werden wir keine lösen. Das kann keiner wollen.